Jetzt kommen wir zu den Stammfunktionen von sogenannten E-Funktionen oder aber auch Exponentialfunktionen. Dazu gibt es auch wieder eine wichtige Vokabel, und zwar genauso wie die Ableitung von e hoch x e hoch x ist, ist auch die Stammfunktion von e hoch x e hoch x. Denn die Stammfunktion ist ja wiederum abgeleitet die Ausgangsfunktion. Und auch hier plus c hinten dran. Fertig ist die Laube. Dieses hier ist das Grundintegral oder auch die Vokabel, die man lernen kann. Bei e hoch minus x ist es jetzt streng genommen eigentlich eine Kettenregel, und zwar eine lineare Kettenregel. Aber da kennen wir das ja schon. Wir multiplizieren einfach nur mit dem Kehrwert vor dem x vorne hin. Und das ist in diesem Fall minus 1. Der Kehrwert von minus 1 ist auch wieder minus 1. Also ist das die Stammfunktion von e hoch minus x minus e hoch minus x plus c. Minus e hoch minus x wiederum abgeleitet, aufgeleitet, hochgeleitet oder integriert ist ja, wie wir hier schon kennengelernt haben, geht dieses Minus also quasi hier runter. Wenn dieses Minus hier runter geht, dann wird es dazu Plus. Also e hoch minus x ist es wieder. Plus c natürlich. Entschuldigung. Minus e hoch x ist auch wieder, kann man auch wieder als Vokabel nehmen, aber ist natürlich die Faktorregel hier. Das heißt, das Minus bleibt einfach am Start, weil das minus 1 ist als Faktor bleibt erhalten. Das heißt, minus e hoch x ist auch minus e hoch x plus c, nur wegen des Faktums, dass wir hier keine Grenzen haben. Ja? Grenzenlos heißt eigentlich immer plus c, es sei denn, wir können die Grenzen irgendwo ablesen oder ausrechnen. Der Rest der Beispielaufgaben an dem Buch Integralrechnung sind diese drei. Das ist natürlich jetzt nur eine Beispielliste. Wenn ihr oder du noch weitere Funktionen hast, die wir hier integrieren sollen, und die sind nicht grundsätzlich genauso wie dieses hier, zum Beispiel e hoch x plus 3 würde ich jetzt nicht nochmal verfilmen. Da würde ich einfach sagen, das machst du ganz genauso wie e hoch x plus 2. Aber wenn du irgendwas anderes hast, was wir vergessen haben, irgendwo vielleicht eine Kombination, die wir ganz besonders wichtig, die dir ganz besonders wichtig vorkommt, dann machen wir das. Okay, so, e hoch x plus 2, vor dem x steht eine 1, deswegen wird das auch wieder e hoch x plus 2 plus c. Weil eigentlich Kettenregel, aber der lineare Teil hat vor dem x nur eine 1 zu stehen. Das kann man sich alles vielleicht merken. Vielleicht muss man auch mal zurückspulen und sich das nochmal angucken oder das nochmal anhand von eigenen Aufgaben rechnen. Wenn du Aufgaben hast, die du persönlich rechnen möchtest und aber nicht weißt, ob die richtig sind, schick sie mir einfach, ich gucke da mal drüber. So, e hoch 2x plus 4, das ist ja jetzt quasi, hier vor steht eine 2. Das bedeutet, wir nehmen den Kehrwert von der 2, schreiben den vor das e hoch und 2x plus 4 bleibt gleich, plus c hinten dran. Gut ist die Laube. Hier haben wir wieder eine Kettenregel und eine Faktorregel. Der Faktor bleibt stehen, ein Drittel mal. Hier wieder genau das gleiche. Kehrwert von 1/2 ist 2 mal e hoch und dann 1/2x plus 2 plus c hinten dran. Und damit müsste man schon einzelne Punkte kriegen. Jetzt können wir das hier natürlich noch rechnen. Das sind 2 Drittel e hoch 1/2 x plus 2 plus c. Das ist dann tatsächlich die letztgültige Version dieser Stammfunktion. Gerne schickst du uns, wie schon erwähnt, andere Aufgaben.